Moin Leute, was geht? Mein Name ist Eurogamescom auf der PlayStation 3. Ja, eigentlich wollte ich über Machthaber sprechen, aber heute rede ich mal über was ganz anderes. Diese Verschwörungstheorien auf YouTube. Und ich muss hier wirklich eine große Warnung aussprechen, wirklich an alle meine Abonnenten. Ihr wisst, dass ich ein sehr ehrlicher YouTuber bin und auch immer hier versuche, euch hier die Wahrheit zu sagen, ne? Und mit Lügen kann man nicht viel erreichen. YouTube steckt voller Lügen. Und YouTube steckt voller Idioten und Verbrecher. Ich meine diese Verbrecher, die diese Unwahrheiten zum Beispiel über den 11. September verbreiten. Der Mensch kann sehr leicht manipuliert werden. Das war damals schon so, im Zweiten Weltkrieg, in der Nazi-Zeit, als man gesagt hat, ach, die Juden, die sind, das sind ganz kranke Menschen oder Schwule sind krank und muss man auslöschen. Man hat damals wirklich schon Gehirnwäsche gemacht und man hat damals gesagt, ach, nur der Deutsche ist würdig zu leben. Und die Leute haben das geglaubt. Die Leute haben das geglaubt. Und diese Gehirnwäsche ist auch auf YouTube verfügbar. Zum Beispiel 11. September. Da wurde tatsächlich dargestellt, dass kein Flugzeug oder keine Flugzeuge in das World Trade Center gestürzt sind. Ihr könnt euch diese ganzen Verschwörungstheorien anschauen. Aber was seht ihr? Wenn ihr diese Verschwörungstheorien anschaut, dann seht ihr natürlich erstens mal die Sachen, ey, die Verschwörungstheorie hat recht, da sind Raketen reingestürzt. Man kann jedes Video bei jeder Katastrophe umändern. Man kann sagen, ach guck mal da und das ist nicht richtig und das ist nicht richtig oder der Mensch war nicht auf dem Mond. Aber das sind Lügen. Am 11. September sind sehr viele Menschen ums Leben gekommen. Es sind zwei Passagierflugzeuge in das World Trade Center gestürzt. An Bord waren mehrere hundert Zivilisten. Und diese 100 Zivilisten, die im Flugzeug waren, haben tausende Familien. Und das alles soll ein Fake sein? Diese Menschen sind gestorben im Flugzeug. Diese Flugzeuge sind reingestürzt. Es sind tausende, zehntausende Flugzeugteile gefunden im World Trade Center. Man muss einfach mal die Fakten akzeptieren. Es ist keine Verschwörung. Es sind keine UFOs in das World Trade Center gestürzt. Es war auch keine Zeitmaschine oder was es auch gibt. Das sind alles widerliche Lügen. Das sind einfach menschenverachtende Leute, die das machen. Das ist respektlos gegen die Familie, die damals gestorben sind. Ich halte nichts von diesen Verschwörungstheorien, weil ich immer noch das Wissen habe, zu wissen, was passiert ist und es sind Flugzeuge reingestürzt. Oder die Amerikaner waren niemals auf dem Mond. Unglaublich, dass Leute heute immer noch glauben, dass wir nicht auf dem Mond waren. Ich verstehe das nicht. Natürlich kann man jetzt irgendwas rausfischen und sagen, ach, wir waren gar nicht auf dem Mond und was weiß ich, da könnte ich ein schönes Filmchen machen und ihr würdet alle glauben, wir waren hier auf dem Mond. Aber auf dem Mond sind Fußspuren, das Mondmobil ist sogar auf dem Satellitenbild zu erkennen. Das heißt, hochmoderne Satellitenbilder von ausländischen Satelliten, also vom Feind von Amerika, haben selbst das Mondmobil im Meer der Ruhe aufgenommen. Also es ist tatsächlich so, Spiegel wurden oben angebracht. Selbst die Fußspuren kann man heute noch, glaube ich, erkennen. Wir waren nicht nur einmal auf dem Mond, wir waren mehrmals auf dem Mond, ne? Und natürlich, der Mensch will das nie wahrhaben. Er will immer Geschichten erzählen und so weiter, ne? Das ist menschlich, natürlich. Ihr würdet auch lieber hören, dass ich jetzt erzähle, es sind UFOs reingestürzt, aber es ist nicht so passiert am 11. September. Ein feiger Terrorakt von Terroristen. Und was ich ganz schlimm finde, dass George Bush natürlich gleich mal eine Gruppe dafür verantwortlich macht. Oh, Moslem gleich Terrorismus. Das ist totaler Quatsch. Das sind keine Moslems. Die Taliban sind keine Moslems.
Das sind Mörder. Und Mörder und Morden, das ist absolut bestimmt nicht Allahs Wille. Allah hätte... die Taliban kommt in die Hölle. Das müsst ihr einfach wissen. Ne, die denken immer, die kommen ins Paradies. Aber wenn die sich in die Luft sprengen, dann landen die da unten tief in der Hölle. Ne? So, jetzt will ich jetzt nicht mehr ein bisschen reden hier, aber was ich auf jeden Fall sagen will, George Bush ist natürlich auch ein Terrorist, aber die Soldaten, die in den Krieg gezogen sind, die wurden natürlich auch manipuliert, ne? Die wurden auch von den Medien verarscht, da wurde gesagt, ah, Moslem, scheiße, und George Bush hat gesagt, wir müssen in den Krieg ziehen, und die Soldaten haben das natürlich gemacht. Die haben eine Bedrohung gefühlt, und als sie dann im Krisengebiet waren, hatten die natürlich Angst, ne? Die hatten wirklich Angst, und dann gab es auch diese Vorfälle, wo Soldaten Frauen vergewaltigt haben, Kinder getötet haben und so weiter. Ne? Der Mensch wird zum Tier. Der Mensch wird zum Tier, wenn er in einer Stresssituation ist. Und dann fängt er an, Leute zu töten teilweise, Menschen zu vergewaltigen. Aus diesem Grund ist Krieg keine Lösung. Krieg ist keine Lösung. George Bush hat alles verschlimmert. Er hat tausende tote Zivilisten an seinen Händen. Die Soldaten waren nur die Leute, die das ausgeführt haben. Und natürlich sind das auch Täter, aber gut. Naja, mein Video soll einfach nur Klarheit bringen, dass diese ganzen Verschwörungstheorien alle fake sind. Alle Verschwörungstheorien auf YouTube, alle vom Elvis Presley bis Michael Jackson sind fake. Und sind einfach nur inszeniert worden. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich um damit YouTube-Videos, Views zu erzielen, um dann irgendwie Geld zu erzielen. Ich weiß es nicht. Oder irgendwie Lügen zu verbreiten. Wahrscheinlich sind diese Menschen geil darauf, irgendwas zu erfinden. Es ist sehr traurig, dass es so Leute gibt. Aber naja, die Menschheit ist eben immer noch ein Tier geblieben. Und das können wir nicht ändern. Haut rein auf jeden Fall. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Grimmscom auf der PlayStation 3. Mashallah.